In diesem Video möchte ich also kurz zeigen, wie man die Aufgabe 167 zum Schaltvorgang oder zum Ausgleichsvorgang numerisch simulieren kann durch eine Berechnung, durch eine Schleife in MATLAB oder in Octave. Dafür gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Ich habe jetzt hier nochmal auf dieser Seite die Aufgabe und auf der Seite schon mal Octave vorbereitet. Und das hier ist jetzt so eine klassische Schaltvorgangs-, Ausgleichsvorgangsaufgabe. Wir haben eine Spannungsquelle. Die ist diesmal keine Gleichspannungsquelle, sondern hat irgendwie einen sinusförmigen Verlauf. Dann gibt es drei Widerstände. Es gibt eine Induktivität und diese Induktivität wird letztendlich aufgeladen jetzt über diese drei Widerstände in dem Moment, wo der Schalter geschlossen wird. Und man kann sich schon vorstellen, bevor der Schalter geschlossen wurde, kann hier kein Strom von der Quelle fließen, dann wird hier hinten auch kein Strom geflossen sein. Also wir können davon ausgehen, dass zum Anfang dieses Ausgleichsvorgangs der Strom durch die Induktivität null war. Das ist sozusagen die Anfangsbedingung. So, und klassisch würde man das jetzt so lösen, indem man eine Differentialgleichung aufstellt und die löst. Das ist mathematisch einigermaßen kompliziert, deswegen würde ich hier gerne so einen kleinen alternativen Weg zeigen. Was man jetzt trotzdem immer macht, ich wähle mal blau, um Aufgaben zu lösen aus der Elektrotechnik. Es gibt ja immer so die klassische Vorgehensweise, ich stelle Maschensätze auf, ich stelle Knotensätze auf, ich stelle Strom-Spannungsbeziehungen auf und dann ist die Elektrotechnik vorbei, dann kommt da ein Gleichungssystem raus, das muss man irgendwie lösen, genau das gleiche machen wir hier. Also stellen wir mal einen Maschensatz auf für diese Masche hier vorn, die nenne ich mal Masche 1. Das schreibe ich mal hier oben hin, einen Maschensatz für diese erste Masche und dann können wir da scharf drauf schauen. Dann stellen wir fest, da können wir sowas hinschreiben wie UQ von T, diese Quellspannung vorne, die muss sich eben aufteilen in eine Spannung UR1 von T über dem ersten Widerstand, die zeichne ich gleich ein, plus eine Spannung UR2 von T über dem zweiten Widerstand, die zeichne ich auch gleich ein und die müssen dann natürlich in diese Richtung zeigen, das ist UR1 von T. Und das ist UR2 von T. Schreibe ich jetzt nicht dran, ergibt sich, denke ich, aus dem Zusammenhang. So, und dann können wir noch, schreibe ich mal in grün hier, einen zweiten Maschensatz aufschreiben für diese Masche hier hinten, die Masche 2. Und dieser zweite Maschensatz, den kriege ich vielleicht hier vorne hingeschrieben, Maschensatz Nummer 2, der sagt, die Spannung über dem Widerstand R2, die muss jetzt genauso groß sein wie die Summe dieser beiden Spannungen über dem Widerstand R3 und über der Induktivität. Also UR2 von T muss so groß sein wie die Summe von UR3 von T plus UL von T. Damit haben wir Maschensätze, die setzen die Spannungen miteinander ins Verhältnis. Jetzt brauchen wir als nächstes einen Knotensatz. Den Knotensatz schreibe ich auf für diesen Knoten hier. Und zwar so, dass der den Strom I1, der hier reinfließt, sowie die Ströme I2 und I3, die hier rausfließen aus dem Knoten, in Verbindung setzt. Der Knotensatz an diesem Knoten, den nenne ich vielleicht mal A, lautet dann I1. Von T, der Strom, der reinfließt, muss genauso groß sein wie die Summe der Ströme, die dort rausfließen. Und das ist I2 von T plus I3 von T. Und jetzt kann man gucken, hier unten an dem Knoten ergibt sich natürlich der gleiche Knotensatz, weil diese Schaltung hat nur zwei Knoten. Haben wir nur einen unabhängigen Knoten. Okay, also Knotensatz aufgeschrieben, der setzt Ströme miteinander in Verbindung. Und jetzt brauchen wir natürlich noch, dafür nehme ich mal schwarz, Strom-Spannungsbeziehungen, die können wir für die Widerstände aufschreiben, einfach als Ohmsches Gesetz, also URX, wobei das X für 1, 2, 3 stehen könnte, von T ergibt sich eben aus RX mal IX von T. Ja, und das X wäre an der Stelle 1 oder 2 oder 3. Das können wir für jeden dieser drei Widerstände aufschreiben. Und an der Induktivität gilt, das schreibe ich vielleicht mal hier unten hin, UL von T, das von T ergänze ich mal noch, also eine Spannung wird an der Induktivität induziert, wenn der Strom IL oder in dem Fall eben der Strom I3 von T, wenn der sich über der Zeit ändert, wenn es hier eine zeitliche Ableitung gibt.
Und das könnte man jetzt, das führt auf eine Differentialgleichung, das könnte man jetzt natürlich noch umschreiben in die andere Richtung, den Strom I3 oder den Strom IL ausrechnen. Der ergibt sich dann aus 1 durch L Integral UL von T dt. Und das Ohmsche Gesetz hier, das können wir natürlich auch andersrum hinschreiben. Vielleicht braucht man das noch in die andere Richtung. Also Ix von T ergibt sich auch als URX von T durch RX. So, und damit kann man jetzt hier so ein bisschen scharf draufschauen. Haben wir 1, 2, 3 Gleichungen aufgeschrieben, Maschensatz und Knotensatz. Dann gibt es noch dreimal das Ohmsche Gesetz für die drei Widerstände. Und es gibt eine Stromspannungsbeziehung an der Induktivität, also haben wir insgesamt 7 Gleichungen. Und wir haben auch 7 Unbekannte, weil wir haben 1, 2, 3 Ströme und 4 Spannungen über diesen 4 Bauelementen. Also haben wir 7 Gleichungen für 7 Unbekannte. Da kann man jetzt, wenn man will, eben eine Gleichung aus diesem Gleichungssystem mit 7 Gleichungen, 7 Unbekannten, eine Differentialgleichung formen und diese Differentialgleichung dann lösen mit den Regeln und Gesetzen der Mathematik. Man kann aber jetzt auch versuchen, das numerisch zu lösen. Und dafür brauchen wir, also die eigentliche Schwierigkeit steckt ja hier in dieser Ableitung drin oder eben in diesem Integral. Und damit müssen wir jetzt noch ein bisschen was machen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir den zeitlichen Verlauf, in dem das hier stattfindet, das Aufladen und diese Schwingung sinusförmigen Quellspannung, dass wir das in viele kleine Schritte unterteilen und dass in jedem Schritt sich Strom und Spannung nur wenig ändern, nur so ein bisschen ändern. Ja? So, und wenn die sich nur wenig ändern, dann kann ich diese Ableitung hier natürlich annähern, näherungsweise sagen, das ist so was wie ein Delta I3 von t, ne? Also ein kleines bisschen, das ist ja hier oben, ist das ein unendlich kleines Teil, dass sich dieser Strom ändert während einer infinitesimal unendlich kleinen Zeitänderung. Und jetzt sage ich, okay, der Strom ändert sich ein bisschen, endlich viel in einer kurzen Zeit. Aber die Zeit ist kurz, nicht unendlich kurz. So, und das Delta I kann ich dann natürlich schreiben, das streiche ich jetzt hier mal weg, das kann ich sozusagen schreiben als eine Stromänderung, also als ein neuer Strom, jetzt brauche ich kein Delta mehr, als ein Strom, mach mal den Bruchstrich ein bisschen länger, ein Strom I3 zum Zeitpunkt t plus Delta t minus den Strom, den ich vorher hatte, minus den Strom I3 von t. Alter Strom, neuer Strom. Neuer Strom minus alter Strom ergibt die Stromänderung. Und Stromänderung durch Zeit ergibt praktisch diese Ableitung näher. So, und da kann man jetzt schon drauf scharf draufschauen und stellt fest, okay, das gibt uns sowas wie so eine Update-Formel. Ja? Ich kann aus dem alten Strom den neuen Strom ausrechnen, wenn ich die Spannung kenne an der Induktivität. Und das heißt, wir stellen jetzt diese Formel mal so um, dass wir hier diesen neuen Strom haben. Das heißt, wir müssen mal das Delta T rechnen durch das L. Lass mal das näherungsweise so, dann steht da eben UL von T. Ja? Mal Delta T durch L. Und dann muss noch das plus der alte Strom muss hier noch hin, plus I3 von T. Und dann kriegen wir eben das I3 von T plus Delta T raus. Also der neue Strom ergibt sich aus dem alten Strom plus die Spannung mal Zeitschritt durch die Induktivität. Und das Gleiche würde man praktisch auch hier drüben rausbekommen. Wenn ich jetzt mal hier noch irgendwie so ein bisschen Grenzen hinbaue, ne, dann würden wir ja sagen, also wir würden hier auch von T0 bis irgendwie T0 plus Delta T, also über einen so einen Zeitschritt integrieren. Und was wir dann noch bräuchten, wäre eben den Strom, ne, für dieses Integral, den Strom am Anfang dieses Zeitabschnittes. Und dann würde ich hier auch den Strom nicht für t rausbekommen, sondern eben für diese obere Grenze T0 plus Delta T. So, und dann ist so der Trick, die Idee zu sagen, okay, die Spannung hier, die hängt ja eigentlich von der Zeit ab.
Aber wenn dieser Zeitschritt, über den ich integriere, super kurz ist, dann ändert sich die Spannung nicht. Dann kann ich die als konstant annehmen. Dann nehme ich zum Beispiel einfach die Spannung am Anfang von diesem Zeitschritt. Und dann ist das eine Konstante. Dann kann ich die Konstante vor das Integral ziehen. Und dann bleibt im Integral, streiche ich mal hier weg, weil ich das jetzt davor geschrieben habe, dann bleibt in dem Integral nur ein 1 zu stehen. Wenn ich die 1 über t integriere, kommt da ein t raus. Und wenn ich dann die Grenzen einsetze, obere Grenze minus untere Grenze, addiert sich dieses T0 zu 0 weg, dann bleibt nur das Delta T über. Also kommt hier auch raus, praktisch genau das Gleiche. Ich schreibe es jetzt nochmal auf, oder ja, eigentlich sehen wir es hier unten trotzdem schon. Ne? Dann kommt da eben raus ein UL von T mal das Delta T aus den Grenzen geteilt durch L plus den Strom, den wir vorher hatten, und das ergibt den neuen Strom. Also egal, ob ich von dieser Ableitung ausgehe oder ob ich von dem Integral ausgehe, ich kriege so eine Update-Formel hin. So, und jetzt müssen wir nur noch, ja, eigentlich diese Formeln irgendwie in MATLAB oder in Octave übernehmen. Und dann, ja, stellen wir noch so fest, es gibt noch so eine kleine Tücke, eine kleine Hürde dabei, die müssen wir noch umschiffen, und dann geht das eigentlich total voran mit dieser Lösung. So. Warum kann ich jetzt hier nicht tippen? Weil ich einmal ein neues aufmachen muss, ein neues Programm, und ich, wie üblich am Anfang, schreibe mal hin ein Clear All und ein Close All, alle Variablen löschen, alle Abbildungen schließen und übernehme erstmal so die Zahlenwerte, die wir haben. Also R1 sind 20 Ohm, R2 sind auch 20 Ohm, R3 sind 10 Ohm. Die Induktivität sind 605 7 Millihenry, Milli sind 10 hoch minus 3. Die Frequenz sind 50 Hertz. Aus der Frequenz können wir natürlich gleich mal eine Kreisfrequenz ausrechnen. Das sind 2 mal Pi mal F, das müssten dann 314 sein. So, und von der Quellspannung übernehme ich mal das UDAC. Das sind 382,7 Volt. Und den Phasenwinkel Phi U, das sind 174 Grad, und jetzt rechnet Octave oder MATLAB lieber in Radiant Bogenmaß, also teilen wir das gleich mal durch 180 und rechnen mal Pi, um das ins Bogenmaß umzurechnen. So, haben wir erstmal alle Werte übernommen. Jetzt wollen wir eine Schleife starten über diese kleinen Zeitschritte, über viele kleine Zeitschritte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie baue ich diese Zeitschritte zusammen? Wo kommen die her? Und jetzt muss man ein bisschen was natürlich hier sich irgendwie über die Schaltung überlegen und gucken, was hier so ein bisschen passiert. Also wir haben eine sinusförmige Spannung, die ändert sich sinusförmig. Die hat eine bestimmte Frequenz. Aus der Frequenz kann ich eine Periodendauer ausrechnen. Ein Groß T, das wäre einfach 1 durch F. Und innerhalb dieser Periodendauer ändert sich ja die Sinusschwingung einmal von 0 zu einem Maximum, zu einem Minimum und so weiter. Also eine solche Periodendauer sollte ich schon durch mindestens 10, besser 20, ich sag mal besser 100 Zeitschritte abtasten oder abbilden, nachbilden, weil sonst ist die Sinusfunktion einfach total eckig und ruckelig und mehr so treppenförmig und nicht schön weich und sinusförmig. Also wäre es total schlau, wenn ich meinen Zeitschritt Delta T zum Beispiel auf sowas stelle wie T 100 groß T Hundertstel, ein Hundertstel der Periodendauer. So, und dann ist natürlich die Frage, wie lang warte ich jetzt? Wie viel Zeit muss ich simulieren? Und naja, das könnten zum Beispiel 5 oder 6 oder sowas Periodendauern sein von dieser sinusförmigen Schwingung. Und natürlich gibt es ja hier noch diesen Ausgleichsvorgang. Und für diesen Ausgleichsvorgang ergibt sich eine Zeitkonstante, die schreibe ich vielleicht mal hier in Grau hin, ein Tau, eine Zeitkonstante Tau. Und die ergibt sich aus der Induktivität und aus diesen Widerständen hier. Und jetzt kann man schon überlegen, also ein Henry ist ja sowas wie ein Volt Sekunde pro Ampere. Und ein Ohm ist sowas wie ein Volt pro Ampere. Also wenn ich Henry durch Ohm teile, dann kürze ich die Volt und die Ampere weg, dann bleibt da
Sekunden über. Das wäre genau eine Zeit. Also wenn ich L durch R rechne, dann könnte da, und da kommt auch eine Zeitkonstante raus für diese Schaltung, für diesen Ausgleichsvorgang. Jetzt die Frage, welches von diesen Rs nehme ich hier? Es sind ja drei Stück. Naja, ich brauche irgendwie einen Ersatzwiderstand. Und ich brauche einen Ersatzwiderstand aus Sicht der Induktivität. Und wenn man aus Sicht der Induktivität guckt, den Schalter schließt, diese Quelle ausmacht, sich hier die Quelle wegdenkt, wird aus der Spannungsquelle ein Kurzschluss, dann sind diese beiden Widerstände parallel und dieser Widerstand dazu in Reihe aus Sicht der Induktivität. Also würde da stehen, R-Ersatz ist R1 parallel R2 plus R3. Und dann können wir gucken, 20 Ohm und 20 Ohm parallel sind 10 Ohm und nochmal 10 Ohm dazu sind 20 Ohm. Und dann stehen hier hinten eben ja, so roundabout, vielleicht sollte ich da näherungsweise schreiben, näherungsweise 600 Millihenry durch 20 Ohm. Und Millihenry durch Ohm, haben wir gerade schon gesagt, da kommen dann Millisekunden raus und hier kann ich eine Null wegmachen und 60 durch 2 sind 30. Also eine Zeitkonstante sind 30 Millisekunden. Also in 30 Millisekunden passiert hier eben was mit diesem Ausgleichsvorgang und dann weiß man ungefähr nach 3, 4, 5 von solchen Zeitkonstanten ist so ein Ausgleichsvorgang vorbei. Also wenn wir zum Beispiel viermal so lange warten wie diese 30 Millisekunden, 120 Millisekunden, dann haben wir 4 Zeitkonstanten von dem Ausgleichsvorgang und wir haben 6 Schwingungen von der Quelle. Das könnte ganz gut passen. Ja? Also schreibe ich mal hin, T-Max oder T-End, die Endzeit wäre jetzt 6 mal groß T, 6 Perioden dauern oder eben 4 von diesen Zeitkonstanten hier drüben. So, und damit kann ich jetzt ein Zeitvektor zusammenbauen, der fängt bei 0 an, der hat als Zeitschritt dieses Delta T und der geht bis T-Max. Und da stecken dann meine ganzen Zeitschritte drin. So, und jetzt lasse ich eine Schleife laufen über diese Zeitschritte und die Schleife zählt dann über ein N. N ist meine Zählvariable und die fängt bei 1 an und läuft so weit, wie dieser Zeitvektor mit den Zeitschritten dort oben lang ist. So, dann kann ich schon mal ein End hinschreiben, weil irgendwann muss die Schleife ja auch mal aufhören. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, was steht in der Schleife drin? Und am Ende dieser Schleife, da muss auf jeden Fall diese Update-Bedingung hier stehen. Da müssen wir aus der Spannung über der Induktivität und dem alten Strom einen neuen Strom ausrechnen. So, das kann ich schon mal irgendwie hinschreiben. Also der neue Strom wäre der Strom zum nächsten Zeitschritt von N plus 1. Den kriege ich raus aus UL von N, ja, der Spannung im aktuellen Zeitschritt, mal das Delta T, mal mein Zeitschritt durch die Induktivität. Ups, nicht plus, sondern mal. So, und dann plus den alten Strom, plus den Strom I. Und natürlich ist das nicht irgendein Strom, das muss der Strom I3 sein, der Strom I3 vom alten Zeitschritt. So, das ist die Update-Bedingung. Jetzt stellt man schon fest, okay, wenn ich das für den ersten mache, also wenn ich das N auf 1 habe, dann kann ich den zweiten Strom ausrechnen, aber ich brauche ja den ersten schon mal. Irgendwo muss ich herkommen, das ist meine Anfangsbedingung. Also ich brauche eine Anfangsbedingung, der Strom I3 in meinem ersten Zeitschritt, der ist 0. Vorher, bevor ich den Schalter zumache, ist die Induktivität umgeladen. So, und jetzt kommt ein bisschen der schwierige Teil, weil wir müssen uns jetzt irgendwie aus dieser Anfangsbedingung und unseren ganzen Knoten und Maschen setzen und Stromspannungsbeziehungen hier drüben überlegen, wie wir jetzt von der Anfangsbedingung irgendwie zu einem UL kommen. Ne? Wir brauchen jetzt ein UL, was wir einsetzen können, dann gibt es diese Update-Formel und dann läuft die Schleife so durch. So, und das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen trickreich. Das ist der Punkt, bei dem ich bei einem anderen Video oder einem anderen Stream grandios gescheitert bin, diese Aufgabe zu lösen.
Also, weil landläufig würde jetzt man sagen, okay, was ist trivial, wenn ich den Strom hier weiß? Das ist ja unser Strom I3, der ist 0. Also, was ich auf jeden Fall mal ausrechnen kann, ist die Spannung UR3 aus dem ohmschen Gesetz. Ne? Also, ich kann hinrechnen, hinschreiben, UR3 von N in dem Zeitschritt ergibt sich aus R3 mal I3 von n. Und I3 von n weiß ich, dann kann ich diese Spannung ausrechnen. So, also ich weiß jetzt diesen Strom, ich weiß diese Spannung. Die Spannung will ich haben, damit ich diese Update-Bedingung einsetzen kann. Die Spannung hier vorne, die Quelle, die kenne ich auch, die müssen wir gleich mal ausrechnen noch, hinschreiben als Formel, die ist natürlich bekannt. Die kenne ich, aber ich kenne den Strom nicht, ich kenne den Strom nicht, ich kenne die Spannung nicht, ich kenne die Spannung nicht und kenne natürlich erst recht auch nicht die Spannung dahin. So, aber, also wir könnten ja mal sagen, okay, wenn ich ich gehe jetzt hier so ein bisschen rum, ne, um das kurz zu halten. Also wenn ich die Spannung kenne, UQ von T kenne ich. Ich kenne aber weder UR1 noch UR2, aber ich könnte ja mal, und das mache ich jetzt hier so ein bisschen. Also ich kann ja hierfür und hierfür mal das ohmsche Gesetz einsetzen. Oder ich kann eben diese Formel hier einsetzen und hier einsetzen. Und das Ergebnis schreibe ich mal hier oben hin. Dann steht da UQ von T ist R1 mal I1, ups, I1 von T. Plus R2 mal I2 von T. Also einfach das ohmsche Gesetz eingesetzt in diesen Maschensatz. So, das hilft mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel weiter, weil ich natürlich weder den Strom I1 weiß noch den Strom I2 weiß. Also ich habe jetzt eine Gleichung, UQ weiß ich, aber mit zwei Unbekannten. Aber ich kann ja mal diesen Knotensatz hier nehmen und den Knotensatz nach I2 umstellen. Wenn ich den nach I2 umstelle, steht da I2 von T ist I1 von T minus, ich schreibe mal hier wild drüber, I3 von T. Ja, das I3 einfach auf die andere Seite rüber. Und das nehme ich und setze das jetzt hier oben ein für das I2. Also für I2 streiche ich mal weg, da schreibe ich hin I1 von T minus I3 von T. Und siehe da, total gut. Ich habe jetzt eine Gleichung rausbekommen mit nur noch einer Unbekannten, nämlich dem I1. Ja, das I3 kenne ich ja. Das habe ich ja aus meiner Anfangsbedingung. So, also muss ich die Formel jetzt mal irgendwie nach I1 umstellen. Und das schaffe ich, indem ich das I3 multipliziert mit dem R2 auf die andere Seite hole. Jetzt geht mir hier so ein bisschen der Platz aus, das hinzuschreiben. Das mache ich aber vielleicht mal hier unten. So, also UQ von T, das brauchen wir gleich noch in dem MATLAB-Skript. Dann plus R2 mal I3, ne, das auf die andere Seite geholt. Plus R2 mal I3 von T und den Strom kenne ich aus der Anfangsbedingung. So, und dann steht da noch R1 mal I1 plus R2 mal I1. Das kann ich ausklammern und dadurch kann ich teilen. Also ich kann durch R1 plus R2 teilen und dann kriege ich den Strom I1 von T raus. So, und das schreibe ich jetzt erstmal hier drüben auf. Also erstmal brauchen wir die Quellspannung in Volt und die ergibt sich UQ aus dem U-Dach, was wir oben schon definiert haben, mal Sinus von der Kreisfrequenz Omega T, die haben wir zum Glück auch schon ausgerechnet, ne, mal das T plus Phi U. So, und dann stecken da die ganzen Quellspannungswerte drin, die kann ich dann zu jeder Zeit abrufen. So, und damit können wir jetzt also mal den Strom I1 von N ausrechnen, indem ich jetzt einfach die Formel hier drüben hinschreibe. Zähler durch Nenner. UQ nicht von T, sondern von N plus R2 mal I3 von N und das geteilt durch R1 plus R2.
So, damit habe ich den Strom I1. Jetzt kann man wunderbar weitermachen, wenn ich den Strom I1 weiß, dann kann ich über meinen Maschen, über den Knotensatz ja auch den Strom I2 ausrechnen. Also I2 von N ist I1 von N minus I3 von N. So, jetzt weiß ich schon mal beide Ströme. Ich weiß den Strom hier und ich weiß den Strom dort. Jetzt kann ich natürlich auch diese beiden Spannungen ausrechnen. Also ich kann ausrechnen, UR1 von N ist I1 von N mal R1. Und das gleiche kann ich kopieren und kann daraus die Spannung über den Widerstand R2 ausrechnen aus dem zweiten Strom und dem zweiten Widerstand. So, dann habe ich diese beiden Spannungen. Und jetzt kann ich das natürlich hier in den dritten Maschensatz einsetzen, oder in den zweiten Maschensatz einsetzen und UL ausrechnen. UL ist dann einfach UR2 minus UR3. UR3 haben wir hier oben schon ausgerechnet. So, also UL von N ist UR2 von N minus UR3 von N. So, und damit habe ich ein UL. Und kann das UL hier in diese Update-Bedingung einsetzen, kriege ich einen neuen Strom I3 raus und dann fängt diese ganze Sache von hier oben wieder an. Und jetzt kann man da so ein bisschen scharf drauf schauen und stellt fest, wir haben ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gleichungen für diese 7 Unbekannten. Da stecken jetzt alle unsere Knoten- und Maschensätze und so drin. Eigentlich, das ist der reine Knotensatz. Hier ist so ein bisschen, das ist der eine reine Maschensatz, das sind nur die ohmschen Gesetze, das ist das Induktionsgesetz. Hier steckt so ein bisschen Maschensatz, Knotensatz, Stromspannungsbeziehung vermischt drin. Das ist die komplizierte Gleichung hier, die in Zeile 28. Der Rest ist eigentlich total trivial. So, damit sollte das eigentlich schon mal laufen. Und das speichere ich jetzt mal unter Aufgabe 167. Mit dem überschreibe den Versuch, den ich da letzte Woche schon mal gestartet habe und klicke mal auf Ausführen und hoffe mal, dass das schon mal funktioniert. Es hat zumindest nicht Bing Bing gemacht und klicke ins Befehlsfenster und da kam keine Fehlermeldung. So, und jetzt kann man das natürlich dann direkt mal plotten und sagen, wir würden jetzt gerne mal über der Zeit das, was hier gesucht ist, man stelle den Stromverlauf durch die Induktivität, also das I3, das wollen wir jetzt grafisch darstellen und dafür muss ich das hier sicherlich begrenzen und sagen, ich will nur bis zum vorletzten Wert das I3 haben, weil im letzten Schleifendurchlauf gebe ich ja da noch einen drauf. Ne? Sonst ist das T einfach kürzer als diese Zeit, als der Strom. So, dann schreiben wir an die X-Achse dran, das ist die Zeit in Sekunden. Man könnte das natürlich noch in Millisekunden oder so runterskalieren. Und an der Y-Achse schreiben wir dran, das ist der Strom I3 von T in Ampere. Die da rauskommen sollten, dann gebe ich noch ein Gitternetz dazu und führe mal das hier aus. Werte haben wir ja schon. Und dann sollte es ein schönes Diagramm geben und das sieht nicht sonderlich sinnvoll aus. Das fängt zwar bei 0 an, so wie das sein sollte, aber das erreicht hier nicht so richtig die Höhe, die es haben sollte. Und das ist jetzt eine spannende Sache, woran das jetzt schon wieder liegt, wo hier der Fehler begraben liegt. Also kleine, weil eigentlich... Also sieht man, ne, das steigt dann so ein bisschen an, aber das sollte eigentlich eben viel stärker ansteigen und nicht nur so ein bisschen, wie es das hier tut. Also stellt sich schon wieder die Frage, wo liegt der Fehler? Warum funktioniert es nicht? Und bevor ich jetzt den Fehler suche, gehe ich mal zurück in das Aufgabenheft und gehe mal auf die Ergebniskontrolle und hol mal die richtige Formel zum Vergleich vor. Die findet sich nämlich hier. Das sollte dort rauskommen. Und das schreibe ich mal hier hin als exakte Lösung. Also
die drei exakt sollte sich ergeben aus einem Ampere, die 1 schreibe ich mal nicht mit hin, dann stellt man fest, diese Sinusfunktion hier drüben, Sinus von irgendwas plus 90 Grad ist das gleiche wie eine Kosinusfunktion, die 314,15 hier stehen, das ist eigentlich unser Omega, ja, Kosinus von Omega mal T. So, und dann minus eine E-Funktion, die schreibt sich in Octave oder in MATLAB als Exponent. Und dann minus T durch Tau. Und das Tau hier, das müssen wir gleich mal noch ausrechnen aus unserem Ersatzwiderstand und dem Dings. Sollte das aber erstmal sein, eine Kosinusfunktion minus eine Exponentialfunktion, das Tau, wir besprochen, kriege ich aus der Induktivität und dem Ersatzwiderstand raus. So, den Ersatzwiderstand, für den Ersatzwiderstand schreibe ich mir mal noch rasch eine Funktion für die Parallelschaltung. Parallelschaltung zweier Widerstände braucht man auch immer mal wieder R1 und R2. Wenn ich die parallel schalte, rechne ich R1 mal R2 durch R1 plus R2. Und damit kann ich diesen Ersatzwiderstand ausrechnen. Das sind die Parallelschaltung von R1 und R2 plus den Widerstand R3. Und dann ergibt sich diese Zeitkonstante aus L durch R Ersatz, wie dort drüben gezeigt ist, hier auf der Seite der Tafel oder des Bildschirms. So, daraus gibt es ein Tau, dann haben wir dieses Tau und jetzt erweitere ich mal einfach meine Plot-Funktion hier und sage, ich möchte jetzt nicht nur unsere numerische Lösung, sondern auch die exakte Lösung, die Lösung, die sich, die Formel, die sich aus der analytischen Lösung, geschlossenen Lösung der Differentialgleichung ergibt. Und weil ich jetzt zwei Kurven hier drin habe, wäre es nicht schlecht, wenn ich noch eine kleine Legende hinzufüge und sage, in dem ersten, meine erste Funktion ist die numerische Funktion und die zweite Funktion ist, also wo muss ich das schreiben, ist die analytische Funktion oder die exakte Lösung. Ja, das ist numerisch und exakt. Okay, dann klicke ich mal auf Speichern und nochmal auf Ausführen und dann müsste eigentlich da ein Diagramm erscheinen. Erscheint nicht, weil irgendwas habe ich falsch gemacht. Da ist einfach eine Klammer zu viel an der Stelle, die brauchen wir gar nicht. So. Dann funktioniert es auch noch nicht, weil hier ist auch irgendwo ein Komma zu viel. Und jetzt aber. Da kommt ein Diagramm raus und man sollte erkennen, dass diese beiden Funktionen nicht übereinstimmen. Na, weil, wie ich sage, irgendwo ist da noch ein Fehler drin in meiner Lösung hier. So, und das ist jetzt natürlich die große spannende Frage, wo liegt dieser Fehler? Also schauen wir nochmal, ja, der liegt schon ganz einfach hier. Hier müsste ein Mal stehen und kein Plus. Das macht einfach keinen Sinn dort. Und vielleicht hat das der eine oder andere schon gesehen an der Stelle oder vielleicht auch nicht. Aber na klar, den kleinen Rechenfehler korrigiert und schon funktioniert es ganz fantastisch. Ne, wenn man, also die Kurven liegen sehr gut überein, wenn ich jetzt hier natürlich reinzoome, dann werde ich feststellen, naja, so ganz exakt funktioniert das nicht, weil es ist eben nur eine näherungsweise numerische Lösung. Ich habe jetzt ja hier drüben dieses Integral nicht ganz exakt gelöst, sondern angenähert durch viele kleine Zeitschritte und dadurch entsteht ein kleiner Fehler, der aber im Normalfall so im Rahmen der üblichen Genauigkeit, in dem man solche Schaltungen berechnen will oder simulieren möchte oder zu einer Lösung kommen möchte, die man ganz gut vernachlässigen kann. Weil in der Praxis weiß man ja auch nicht genau, sind diese Widerstände hier tatsächlich exakt so groß, ist diese Spannung so groß von der Amplitude und vom Phasenwinkel, wie exakt kann ich da eine Frequenz einstellen und messen, wie exakt kann ich eine Induktivität bestimmen oder wickeln. Ja, und von daher ist diese Genauigkeit, die man hier erreicht mit diesem numerischen Verfahren, ziemlich gut. Und
Ja, das ist damit eine wunderschöne Lösung, wie man diese Aufgabe 167 zum Schaltvorgang numerisch lösen kann, ohne aufwendig mathematisch die Differentialgleichung zu lösen. Dafür braucht man aber sowas wie MATLAB und Octave, weil das einfach jetzt Number Crunching ist, ne? Ich habe die komplizierte Lösung der Differentialgleichung umgewandelt in algebraische Gleichungen, aber und die sind sehr einfach, aber die muss ich jetzt einfach sehr oft hintereinander ausrechnen. Und dafür brauche ich auf jeden Fall einen Computer, der mit Schleifen umgehen kann.